Ich heiße nicht nur Captain Nux, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren und sehr entspannten Folge Enshrouded heute. Wir haben beim letzten Mal uns den Alchemisten besorgt. Den habe ich jetzt hier auch schon, ich glaube, das habe ich off-Stream, off-Video, wie auch immer gemacht, also ohne euch, dass ich mir den hier hingesetzt habe. Und hier habe ich auch schon den Mahlstein, mit dem man Knochenmehl produziert. Das ist eine wichtige Ressource für all seine Sachen, die er so haben möchte. Brauchen noch einen Mörser. Ich weiß noch nicht, wo ich den Mörser herbekomme. Aber, ich habe auch mir schon mal die Kleidung gecraftet, die er anbietet hier. Also die erste Magierrobe, sage ich mal. Und mit ihm zusammen können wir jetzt auch die Eisbolzen selber herstellen. Das ist sehr, sehr nice. Also haben wir immer paar Ressourcen zur Hand, um unseren Zauberstab mit Munition zu versorgen. Ich würde sagen, wir gucken mal in dieser Folge, was wir noch alles tun können. Wir können ja hier die Krypta der Erbauer, die Jägerin noch holen. Das ist unsere nächste Quest. Ja, und damit würde ich sagen, viel Spaß bei dieser Folge. Und damit, let's go. So, wir müssen auf jeden Fall was zu essen mitnehmen. Was zu essen wäre nicht schlecht. So. Hier gibt es irgendwo eine Taste. R, alles ablegen. Oder Gegenstand sortieren. Achso, hier sortiert er. Okay. Man kann sortieren? Krass. Wusste ich nicht. Ich nehme mal ein paar gegrillte Pilze mit. Nehme mal ein paar gegrillte Fleischstücken mit. Wir haben noch Wasser. Das ist gut. Bandage habe ich eine. Ah, das wird schon reichen, ne? Irgendwas knistert hier schon wieder. Okay, jetzt geht's. Wie habe ich denn das jetzt? Achso. Also manchmal, wenn ich auf den Bogen wechsle, dann habe ich komische Geräusche. Muss aber noch ein Bug sein. Denke ich mir mal. So, wir wollen zur Jägerin. Na, dann tun wir das doch mal. Ich flieg mal darüber. Ist das da die Krypta? Wisst ihr, was ich meine? Das da drüben. Dieser große Bau. Sieht mir fast danach aus. Dann müssen wir ja irgendwie dahin, um da hochzukommen. Werde ich hier schon wieder beschossen? Also hier komme ich in diesen Bereich, okay. Komme ich aber auch irgendwie wieder hoch? Oder muss ich von hier oben aus? Nee, ich muss, glaube ich, von da oben aus rüber. Hier, wo ich schon beim ersten Mal oben war und dann halt nicht links lang, sondern rechts lang. Okay, wir haben keine Ausdauer mehr. Das heißt, kurz warten, Ausdauer recken. Ich hätte auch gleich hier rüber gehen können, egal. Ja, wir müssen nämlich jetzt hier irgendwie versuchen, rüberzukommen. Das könnte jetzt schwierig werden. Oder ich versuche es hier, über den Kamm. Weil hier einfach rüber zu gleiten... Ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Hier komme ich aber auch nicht hoch. Ich muss gleiten. Puh. Schwierig. Los. Wenn wir es nicht ausprobieren, dann kann es nicht klappen. Alter. Du bist gefallen. Ja, toll. Oh mein Gott. Muss ich jetzt da rein? Muss ich jetzt da rein, um mein Zeug wieder zu holen? Warte mal. Rucksack? Hm. Ich habe ein bisschen was verloren, aber nicht alles. Natürlich schwierig, hier rüber zu kommen. Ich könnte versuchen, von hier darüber. Hier kann ich auch Schnellreise machen. Oh. Genau, ich werde erstmal angegriffen. Warum nicht? So, hier machen wir mal Schnellreise hin. So, dann kann ich ja schon mal
hier drauf landen. Hoffe ich. Es ist close gewesen. Ich wäre fast wieder runtergefallen. Nee, das sieht schon mal gut aus. Man muss so ein bisschen das Gelände nutzen, ne? Ja, hier geht's stark bergab in so eine Ruine rein. Ey, bin ich jetzt hier wieder an der gleichen Stelle wie eben? Ja, das sieht so aus. Hat ja überhaupt nichts gebracht. Komm ich hier irgendwie hoch? Ja. Easy peasy. Okay. Okay, jetzt sind wir schon mal über die Schlucht drüber. Top. Und dann kann ich hier auch runtergehen. Kann ich mir hier diesen Flammenaltar besorgen. Flammenaltar und die Basisverbesserung. Funken. Ach so. Ich habe Funken gesammelt. Oh. Warte mal. Rucksack, da. Funken. Ah ja. Cool. Was ist das da für ein Gerät? Warte, ist das nicht so ein... Ist das nicht so ein Teil, was man vernichten muss? Hm. Egal. Wir wollen uns ja erstmal die Jägerin holen. Vielleicht mache ich das auf dem Rückweg. Da vorne ist eine Höhle mit Feuer. Wohnt da jemand? Alter! Okay. Oh, der hätte mich fast getötet. Ich brauche unbedingt eine Bandage. Und was zu essen. Und am besten ich ziehe mir auch noch einen Heiltrank rein. Oh, der ist gut. Das ist das erste Mal, dass ich einen Heiltrank getrunken habe. Der hat gleich Full Life gemacht. Schön. Gibt's hier Gegners? Ja, bestimmt. So wie das befestigt ist, gibt's hier auf jeden Fall Gegner. Was ist das? Habt ihr das auch gesehen? Das sah aus wie ein Werwolf. Ich wäre auf jeden Fall nicht mit den... Was sind das für Typen, Alter? Jetzt, also, sind das wirklich Werwölfe? Die sehen komisch aus. Ein bisschen wie Wookies. So eine Mischung aus Wookies und diesen kleinen Star Wars Viechern, die in dem Wald gelebt haben. Wisst ihr noch, diese kleinen süßen Teile? Steht leider auch nicht ist dran, was es ist. Es sieht aber echt hässlich aus. Und es lässt sich leicht besiegen. Gegner getötet. Auf jeden Fall ein bisschen was an Loot. Zwei Bandagen. Ja, easy peasy. Oh, hier kann man noch Tierfell sammeln. Dann auf in die Festung. Looten und die Jägerin rausholen. Guck mich schon immer ein bisschen um. Um zu sehen, ob wir hier... Ja! Ah, hier sind noch mehr von denen. Die sind aber wirklich auch einfach zu besiegen, also... Da brauche ich mich ja gar nicht anzustrengen. Er hatte ein bisschen Harz dabei. Da drüben sind zwei. Überrascht die jetzt einfach. Komm her, wo ist dein anderer Freund? Oh, Fernkampf können wir also auch. Aber gegen Bomben sind wir nicht gewappnet. Stufe 4. Fähigkeitspunkt. Ja. Ich glaube aber, ich mache erstmal den Dungeon hier. Und vergib danach Fähigkeitspunkte. Da will ich mir schön Zeit für lassen. Dass das auch gut wird. Feuerball!
Ja, easy. Das ist eine neue Munition für meinen Zauberstab. Erstmal nicht schlecht aus. Lassen wir erstmal drin. Hier kann ich den Funken nicht einsammeln, ne? Aber warum nicht? Oder oben ist einer mit Stab. Der könnte vielleicht zaubern. Das könnte unser erster magischer Gegner sein. Natürlich die Frage jetzt, alles klar. Ich hab ihn einfach umgebracht. Ich dachte... Ja, komm, abbrechen. Ich dachte, dass ich ihn wenigstens verwunde, damit ich noch sehe, was er drauf hat. Aber nein, ich hab ihn umgebracht. Schade. Er stand auch auf einem Podest, also er wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, sehr viel Fernkampf-Damage gemacht haben. Wenn man ihn hätte gelassen. Aber die sind witzig. Diese kleinen Dicken. Wir haben sehr viel Tierfell, was wir looten können hier. Aber ist auch gut so. Wer weiß, für was wir das noch brauchen. Für Rüstung und so. Ein Mana-Trank. Ja, super. So viel Mana verbrauche ich gar nicht, dass ich einen Mana-Trank bräuchte. Da ist ein Toter und da zwischen so Blitze von links nach rechts. Interessant. Aus kann ich es nicht stellen, okay. Ich kann drüber springen. Okay. Das war schon mal einfach. Hier kommt doch irgendwas raus, oder? Oder müssen wir einfach drüber springen? Das sieht zu einfach aus. Drei Schalter müssen hier aktiviert werden, damit wir hier reinkommen. Okay. Drei Stück. Hier ist schon mal der erste. Ach, da oben ist so ein Greifer für den Haken. Okay. Gut, wusste ich's doch. Jetzt müssen wir die anderen zwei Schalter finden, weil ich möchte gerne die Kiste haben. Ist es jetzt einfach aufgegangen, weil ich hier reinkam? Da ist auf jeden Fall die Jägerin drin. Getrocknetes Fell plus eins unter Trockengestell. Aha. Okay, okay. Speerhandschuhe unter Jägerin. Achso, jetzt sagt er uns, was wir alles freigeschaltet haben. Hm. Na gut. Nee, leider gibt es hier oben nichts Interessantes mehr. Hier kam ich ja hoch, ne? Ja. Okay. Wo geht's hier lang? Einfach nur raus. Ist das das, wo wir eben fahren? Ja. Ja, das ist das. Stimmt. Ich habe übrigens auch so ein magisches Schild, habe ich mir auch gebaut. Das ist super. Habe ich bis jetzt noch nicht gebrauchen müssen. Aber... Falls ja, haben wir eins. So, wo sind jetzt die anderen Schalter? Das kann ja jetzt nicht sein, dass wir hier alles gesehen haben. Müssen ja irgendwo noch Schalter sein. Für diese Truhe. Was ich meine? Aber hier sind keine. Und hier in der Halle, wo wir die Jägerin gefunden haben, sind auch keine. Dumm. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, das könnte vielleicht funktionieren, aber nein. Nein, das hat nicht funktioniert. Aber Gott sei Dank sind wir hier vorne wieder aufgewacht. Da oben ist ein Schalter. Ah, okay. Oben ist ein Schalter. Aber wie kommen wir da hoch? Kommen da nicht hoch. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir dafür einen Doppelsprung brauchen. Ja, ich komme da nicht hoch. Wüsste nicht wie. Aber es ist auch nur ein Schalter, ne? Warte, da ist noch einer.
Hier ist noch einer. Können wir den vielleicht mit dem Bogen erwischen? Ich würde sagen, ich treffe ihn. Was sagt ihr? Er will leider nicht. Das ist, schwierig. Von hier aus komme ich ran, ne? Aber ich... Kann ich vielleicht von hier aus den... Schalter betätigen? Ich muss auf den... Da drunter, auf den... Schalter treffen. Das ist halt das Problem, ne? Ich treffe halt den Schalter nicht. Ich treffe das Licht, aber den Schalter nicht. Was ist das hier eigentlich für ein Licht? Ach, das bin ich. Lol. Das sind meine Sachen. Treff den. Also, das bringt nichts. Es bringt doch einfach nichts. Sterbe ich, wenn ich hier auf dieses Feuer gehe? Muss ich drücken. Muss ihn drücken. Ha. Ah, ich weiß wie. Krieg das hin. Bin der Rätsel Jump'n'Run Master. So, erstmal Ausdauer recken. Ganz wichtig. Kann jetzt sein, dass ich auch sterbe dabei. Egal, komm, ich hau mir nochmal eine Bandage rein, nicht, dass ich gleich bei dem ersten Blitz, den ich da abbekomme, tot bin. Ich bin's einfach. Ich bin einfach der Künstler. Ich hab's einfach drauf. Ne, hier müssen wir noch nicht rein, hier drüben, ne? Ja, sehr gut. Ich hoffe für dich, Spiel, dass jetzt da was wirklich Gutes drin ist in dieser Kiste. Lehrlingszauberstab Stufe 3. Hatte ich den nicht schon? Also erstmal ist es ein Zauberstab. Das ist schon mal okay. Stufe 3. 14 Schaden, 14 Schaden. Macht auch Eisschaden. Der macht 11% Überladung, der macht nur 10%. Naja, der Stab ist besser, den ich habe. Schmutz! Ja, alles gut. Alter. Hätte ich mir fast noch so ein Teil angefangen. So, wir gehen mal zurück mit der Schnellreise. Und gucken mal, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Beziehungsweise, was wir jetzt mit der Jägerin machen können. Die Jägerin lebt. Vielleicht kann sie dann noch was, das ein oder andere, über das Überleben in den verhüllten Ländern beibringen. Ja. Ich brauche noch eine so eine Flamme. Miasma Seele. Das kriege ich nur, wenn ich so ein einen komischen Baum da töte, ne? Hm. Beschwören Sie die Jägerin. Die stelle ich jetzt auch erstmal einfach hier hin. Weil ich noch nicht weiß, wohin mit ihr. Salz finden. Uns mangelt es an vielen Dingen. Ohne eine ständige Versorgung mit Salz wird es schwierig sein, Pelze zu konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Hier, ich werde einen Ort, an dem es Salz gibt, in deinem Tagebuch vermerken. Enttäusch mich nicht. Okay. Was können wir alles bei ihr machen? Produktionsort Trockengestell. Holz und Garn brauchen wir dafür nur. Harzfackel, Wachsfackel. Okay.
Speerset. Ja, das brauchen wir nicht. Komfort. Teppiche. Und eine Ruhe und eine Trophäe. Alter, cool, okay. Krass. Sorry, ich bin ein bisschen. Müde. Dafür brauchen wir 12 Runen plus 2 Eismagie-Schutz. Feuermagie-Schutz. Raubt bei einem Treffer Mana in Höhe von 5% des Schadens. Das ist natürlich auch geil. Tja, ich gehe erstmal pennen, glaube ich, weil es ist Nacht. Und da ist es auch schon wieder morgen. So. Räumen wir ein bisschen mein Inventar wieder auf. Wir brauchen Holzscheite und Garn, wenn wir so ein Trockengestell für sie da zimmern sollen. Dann holen wir uns doch das mal. Ach ja, übrigens, wir können ja wieder Punkte verteilen. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 4. So. Die Regeneration durch Heilzauber wird um 10% erhöht. Aber es gibt doch gar keine Heilzauber. Wenn du einen Feind mit einer Magiewaffe tötest, besteht eine Chance von 10%, ein verbündetes Feuerirrlicht zu beschwören. Ja! Das nehme ich. Und dann nehmen wir hier noch einmal Willenskraft mit, würde ich sagen. Also, dass ich hier so ein kleines totes Ding wieder beschwöre, ist geil. Das ist super. Das nehmen wir dann natürlich, ne? Also, Unterstützung im Kampf ist immer gut. So, dann bauen wir mal so ein Trockengestell. Am besten draußen, ne? Dass wir das draußen platzieren. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob wir die auch mit rausholen gleich. Ich glaube, ich hole die auch mit raus gleich. Erstmal platzieren wir hier das krasse Trockengestell. So, was können wir jetzt hier herstellen? Achso, ich kann jetzt hier so gewisse Sachen trocknen, ne? Zum Beispiel Beeren und so. Getrocknetes Fell. Da brauchen wir Salz und Tierfell. Okay. Also ein bisschen was an Salz dürfte ich doch, glaube ich, noch haben. Ich beschwöre die jetzt mal nach hier oben. Da. So, warte mal. Wir haben doch bestimmt noch... Irgendwo in dieser... der Kiste hier. Haben wir auf jeden Fall sehr viel Tierfell. Und ein bisschen Salz. Ja. So, wir nehmen das getrocknete Fell als Rezept und dann gucken wir mal, was dabei jetzt rauskommt. Das ist auch, sie will ja, dass wir das herstellen. Nachdem das Tierfell auf dem Trockengestell getrocknet wurde, wird es stabiler und haltbarer. Ah ja. Ist sie jetzt noch irgendwas? Tierfell, wir können Tierfell aus Fellfetzen und Garn herstellen. Das ist ja überhaupt nicht Wolf. Holzbretter. Wie stellen wir denn Holzbretter her? Hier unten ist noch ein Schrein der Flamme, ne? Ich glaube, Schrein der Flamme. Kommt da der Bauerschmied? Schrein der Flamme müssen wir plündern, um diese Funken zu bekommen, ne? Ist nun Elixierbrunnen. Die Elixierbrunnen brauchen wir dann für diese Miasma-Dinger, ne? Achso, nee, wir haben schon eins. Deiner Rucksack. Oh. Oh. Wo? Wo ist der kleine Rucksack? Da oben. Essentielles. Kleiner Rucksack. Getrocknetes Fell 4-mal. Stofffetzen
3 und Garn 5. Okay. Aber, warte mal. Krypta der Erbauer Schreiner? Unterirdischer Grabeingang. Wo ist denn das, wo sie gesagt hat... Bäuerin. Nee, ich suche das, wo sie gesagt hat, da ist Salz. Was ich meine? Er hat doch irgendwo gesagt jetzt, sie zeigt uns was, wo es Salz gibt. Salzminenstandort, da. Hintern-Tan. Okay, 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 okay. Weil das brauchen wir, ja? Um, jetzt mehr von diesem getrockneten Scheiß zu machen, ne? So, hier kommt einfach noch eine Kiste rein. Wo wir jetzt, das Zeug jetzt hier reinmachen. Ja. Alles gut. So. Habe ich jetzt noch irgendwie was Überflüssiges im Inventar? Eigentlich schon, aber wir gehen trotzdem mal los. Lass mal was essen. Und dann würde ich, glaube ich, hier den Elixierbrunnen clearen. Und wir machen hierhin die Schnellreise. Haben wir noch so viel Zeit? Ja. Aufnahmezeit haben wir noch. Erstmal auf den, hier drauf, auf die Säule. So. Hier sagt er, hier ist ein Elixierbrunnen. Jetzt Wegpunkt setzen, machen wir mal. Dann müssen wir genau da runter. Ja, ich sehe das schon, das ist wieder wie eine Festung aufgebaut, ne? Auch wieder erstmal eine Bombe. Oh, okay, okay, okay. Ich werde gleich hart angegriffen. Hier geht's ja gleich hart zur Sache. Ja, diese kleinen Insekten sind eklig, ne? Nehmen wir erstmal noch eine Bandage. Natürlich jetzt hier so ein bisschen die Frage, wo geht's zum Elixierbrunnen? Wahrscheinlich wieder durch ein Loch im Boden. Okay, das Ding haben wir schon mal freigeschaltet, das ist gut. Und hier müssen wir wahrscheinlich rein. Das sieht fast danach aus, als ob wir hier rein müssen. Ich bin jetzt nicht wirklich durch Fire Damage gestorben. Also ist das schlecht. Ist das schlecht? Ja, ich kann noch eine Bandage herstellen. Mache ich, wenn ich unten bin. Na, hä? Warum sterbe ich denn so schnell an Fire Damage? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt gehen wir richtig artig hier alles runter. Jede Leiter, jede Treppe, alles wird jetzt hier genommen. Ist ein Gegner. So. Jetzt esse ich erstmal was. Wieder mal. Nein! Oh, bin ich dumm! Wir kriegen das schon noch hin. Ganz in Ruhe. Ganz entspannt. Wir verschwenden hier ein bisschen was an Rohstoffen, aber egal. Ist doch egal. Ist doch egal. Nach dem vierten Versuch sind wir endlich hier unten. Ist doch egal, Diggi. Was macht mich verrückt? Das ist der Fluch und Segen von
für ein Survival Games, ne? Manchmal frage ich mich wirklich, was ich hier tue. Warum? Ah! War das gerade mein Verbündeter? Das sah nicht schlecht aus. Das müssen wir nochmal beobachten, wenn wir mal Ruhe haben oder so. Und einen Gegner besiegen und der dann kommt einfach, ohne dass da gleich noch ein Gegner kommt. Wisst ihr, was ich meine? Ach, ihr wisst doch, was ich... Da hinten ist das komische Gefummel. Bisschen früher springen. Und dann ist das easy. Haltbarkeit haben wir auch noch genug. Ah, guck da, da ist er. Und er schießt, er macht Fernkampf. Hopp. Bin begeistert. Ist hier kein krasser Gegner? Doch. Nein, was ist das? Achso, es ist so ein kleines Mistding. Was mussten wir nehmen? Die Axt, ne? Schreit da rum. Da hinten ist noch ein Gegner. Ja, gleich. Bin gleich wieder down. Das kann doch wohl nicht Warzenschwein. Ich will doch hier nur ganz in Ruhe looten. Lasst mich doch mal in Ruhe. Hier sind sehr viele Gegner. Statt einem großen sind hier sehr viele kleine. Aber wir sammeln echt viele Runen gerade. Das ist gut. Hier sind so Löcher, wo die rauskommen, ne? Ja, okay, dann sollten wir... Dann sollten wir gehen. Dann sollten wir uns hier verpissen. Wir haben ja, was wir brauchen, ne? Wir haben es ja geklärt. Und jetzt ist ja auch kein Miasma mehr, ne? Aber oben wahrscheinlich. Oder auch nicht. Nö. Ja. Noch ein Gegner. Aber ich werde mich jetzt hier schon mal verpieseln. Ab nach Hause. Hätte ich auch da unten machen können. Okay. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Top. Was haben wir heute alles geschafft? Wir haben die Jägerin geholt. Und wir haben... Warte mal. Schrein der Flamme. Es wird mir gar nicht angezeigt als Eroberter. Hm. Egal. Wir haben die Jägerin geholt. Und wir haben den einen Elixierbrunnen hier gemacht. Top. Hier drüben ist gleich der nächste. Bei der Bäuerin. Ja. Und ich würde sagen, das war's auch schon mit dieser Folge. Enshrouded hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch annähernd so viel Spaß gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, vergesst den Like nicht und vielleicht auch einen Kommentar. Das würde mich freuen, wenn mal wieder unter einem Enshrouded-Video ein Kommentar stehen würde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.